Guten Morgen, meine Lieben. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vlog hier auf meinem Kanal. Gestern Abend habt ihr mich ziemlich genervt gesehen, da das ja alles mit dem Umzugsunternehmen nicht so geklappt hat, vor allem mit der Küche. Da ist einiges schief gelaufen und ich hatte euch erzählt, dass ich voll die Übungswehen bekommen habe. Erstmal, weil ich halt viel gemacht habe, glaube ich, und weil ich mich so unheimlich aufgeregt habe. Innerlich vor allem. Aber auch vor der Kamera habe ich mich aufgeregt. Sorry nochmal dafür. Eigentlich wollte das Umzugsunternehmen heute nochmal kommen. Am Nachmittag, um alles halt fertigzustellen. Und jetzt haben die gerade angerufen beim Bernd. Und haben sich nochmal entschuldigt, dass das halt alles so ja, doof geplant war. Von denen, das, also von diesem Küchenplaner und so. Und ach, keine Ahnung. Und ob die halt am Samstag kommen können. Jetzt wird's hell. Ja. Ob die halt am Samstag kommen können, weil die so platt sind und jetzt sind die auch noch woanders beim Umzug. Ja, und dann hat Bernd gesagt, ja, er möchte halt auch nicht, dass die, wenn die jetzt schon auf einer anderen Baustelle sind oder Umzug, dass sie total platt sind und dann um 16 Uhr hier hinkommen und dann eben schnell alles machen. Also hat er dann zugesagt für Samstag. Ja, und dann rief er mich an, um mir das zu sagen und ich muss aber Samstag auch arbeiten. Jetzt bin ich gerade dabei, meine ganzen Termine umzuplanen im Nagelstudio. Oder was heißt die ganzen? Wenigstens ein Teil, dass ich nicht so viel arbeiten muss und dann, dass Bernds Eltern vielleicht für 2-3 Stunden hier hinkommen in der Zwischenzeit, wo ich dann die Termine mache, die ich nicht verschieben konnte. Ja, das mache ich jetzt gerade und ich schneide das Video von gestern. Ja, und es ist mir noch was passiert gestern. Also es ist eigentlich schon vorgestern passiert. Ich filme ja halt mit der Kamera jetzt zurzeit wieder und das habe ich dann immer abends gemacht und ihr wisst, ich war so voll müde abends, weil ich so schlecht geschlafen habe oder wir so schlecht geschlafen haben hier von dem Umzug und alles und ich hatte halt, ich zeige euch das, ich drehe die Kamera um, dann seht ihr das. Also, so, hier muss ich immer die Karte von der Kamera reinmachen. Und dann stecke ich das hier rein, damit das halt dann auf den Laptop geht, ne? Und als ich fertig war mit dem Schneiden einen Abend, habe ich das so gehabt. Und weil so dunkel war, habe ich nicht gesehen, habe mein Laptop zugeklappt. Das war vorgestern Abend. Und gestern Abend wollte ich dann halt wieder mein Video schneiden. Und seht ihr hier den Riss hier und hier unten und hier oben auch. Ja, das war jetzt der Bernd nochmal, um alles zu bereden, wie es jetzt heute dann weitergeht und die nächsten Tage, dass hier alles fertig wird, weil ihr wisst ja, habt ihr gestern in dem Vlog gesehen, es ist alles noch ein bisschen provisorisch unten. Und was weiß ich, welche Kiste jetzt die Töpfe hat und welche Kiste das Besteck hat und sowas alles, weil wir haben die nur nach Etagen nummeriert, die Kisten, also Erdgeschoss und hier oben halt und ich kann nicht alle Kisten auspacken, weil nur die Hälfte der Schränke fertig ist und ja, egal. Ich will euch nicht damit langweilen. Es wird schon irgendwann gut, Ding will Weile haben, denke ich mir. Ja, jetzt ist halt der Laptop, das hat mich sehr geärgert, dann auch noch zusätzlich gestern Abend, dass da das Display so gesprungen ist. Aber ich kann ja noch arbeiten. Ich habe jetzt geguckt bei Apple Support, so ein neues Display würde, glaube ich, 209 € kosten, wenn ich das richtig rausgelesen habe aus der Seite, aber man weiß halt nicht, wie lange das dauert, bis es wieder da ist. Also Apple schickt einem dann irgendwie ein Paket, da kommt er dann rein, dann schickt man es dahin, dann machen die es irgendwann fertig und dann schicken sie es wieder zurück. Aber es kann halt ewig lange dauern. Ja. Entschuldigung. Und halt 209 €. Herr Bernd hat gesagt, mach das. Lass es reparieren, weil du wirst dich jedes Mal ärgern, wenn du den Laptop aufmachst und damit arbeiten musst. Und ich habe gesagt, ich lasse es erstmal so mit diesem Display, weil das sind jetzt so halt an der einen Seite 2 cm und unten 1 cm Streifen. Ich kann trotzdem meine Videos schneiden und alles. Es ist zwar, ja, es ärgert mich natürlich, meine eigene Doofheit, aber es ist nicht so, dass ich nicht damit arbeiten kann. Also lasse ich das erstmal. Weil wenn ich das jetzt repariere für 200 € zum Beispiel und in einem Jahr geht der Laptop kaputt im Ganzen, also dass er, was weiß ich, einfach nicht mehr hochfährt und es ist gar nichts mehr zu machen, dann würde ich mich ärgern, dass ich diese 200 € bezahlt habe. Ich warte jetzt einfach
ist jetzt einfach so. Solange das nicht schlimmer wird, diese Stelle nicht größer wird, dann ist es halt einfach so. Ja, ich zeige euch mal. Schaut euch mal den Smurfy an. Der ist so müde, der schläft schon die ganze Zeit. Das hat den so mitgenommen, die letzten Tage hier, wo die Männer hier vom Umzugsunternehmen gewerkelt haben. Der stand so unter Strom durch diesen ganzen Umzug. Also ja, passt jetzt ganz gut, dass wir hier oben ein bisschen liegen können. Ich kann die Füße hoch machen. Mein Bauch ist immer noch hart zwischendurch. Und das zieht sich so richtig zusammen. Also so wie so ein Krampf. Also ist jetzt nicht schmerzhaft, aber es ist halt schon sehr unangenehm. Und gestern Abend war das echt teilweise richtig unangenehm, dass ich dann in die Badewanne gegangen bin und habe ein warmes, lauwarmes Bad genommen, um zu gucken, ob es weggeht. Und es ist dann weggegangen, also besser geworden. Aber ja, heute ist ein bisschen schonen angesagt. Ist vielleicht auch ganz gut, dass das Umzugsunternehmen heute doch nicht kommt, weil so kann ich einfach entspannt hier oben ein bisschen die Füße hochlegen. Ich habe die Waschmaschine läuft, die Spülmaschine läuft, das ist schon mal sehr schön. Und ich fange nachher auch an, zwischendurch immer so ein, zwei Kisten anzugucken, was da drin ist und auszuräumen und so. Ja, aber halt alles ganz gemächlich, wie es halt so mir geht. Boah, ist das hell. Es ist schon abends wieder und ich habe gar nicht mehr gevloggt, weil ich habe gar nicht viel gemacht. Ich habe mich wirklich ganz viel ausgeruht heute. Ich habe nur so ein bisschen Haushalt gemacht. Oh, so. Tür auf. Komm, Smurfy. Ja, so ein paar Kleinigkeiten eingeräumt hier. Ich zeige euch mal. Also, ja, ich habe jetzt nicht so viel eingeräumt, weil wir natürlich wieder alles voll haben werden hier. Wenn die bohren, seht ihr ja, dann kommt hier alles Staub wieder. Deswegen habe ich nur so provisorisch zwei Schubladen und den Mülleimer hier reingestellt. Der ist nicht fest, da kommt das ganze Teil entgegen. Einfach nur, dass der Hund da nicht reingeht in die Ecke hier. Und die Pfanne wollte ich euch ein Update geben von IKEA. Ohne Beschichtung und die ist super. Dem Calvino ist da heute was angebrannt, total angebrannt, weil er hat Nudeln warm gemacht hier auf dieser provisorischen Induktionsplatte und wusste nicht, wie die kleiner zu stellen ist. Und so war das auf volle Pulle, die Nudeln am Erhitzen. Ja, und es war richtig, richtig, richtig schwarz und dick angebrannt. Und das ging alles ab mit einem normalen Schwamm. Ich bin echt begeistert von dieser Pfanne. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe es gehofft, aber nicht gedacht. So, dann sind wir hier im HWR. Tada! Hier ist auch noch Chaos. Der Fernseher immer noch nicht aufgebaut. Ich habe Wäsche gewaschen und ich bin ja total begeistert von einem Hauswirtschaftsraum. Das ist ja echt total praktisch. Früher hatte ich die Waschmaschine ja entweder im Keller oder im Badezimmer. Und dann war immer im Badezimmer die Wäsche verteilt. Also ich habe ja für später hier so ein Ordnungssystem, wenn hier, das zeige ich euch dann, wenn es soweit ist. Oder ich musste halt bis in den Keller laufen. Und hier kann man das einfach so liegen lassen. Und wenn der Fernseher nicht hier stehen würde, dann ja, könnte ich einfach die Tür zumachen. Und niemand würde das Chaos bemerken. Ja, ich bin richtig, richtig müde, meine Lieben. Oh, ich wusste nicht, wie anstrengend so ein Umzug ist. Miss Murphy? Du findest das auch anstrengend, ne? Ja. Es ist jetzt schon 18:30 Uhr oder so. Bernd kommt gleich von der Arbeit. Wir essen nochmal die Reste von gestern. Einfach Nudeln mit Tomatensoße. Nicht die Decke. Nein. Und Reis und Bratwürstchen. Diese Beyond Meat Sausage. Dabei, ja. Und dann gehen wir noch eine letzte Runde. Wo gehe ich schlafen? Oh, boah. Das ist echt Wahnsinn. Besuch hatte ich heute noch von meiner Freundin. Ich war hier mit ihrer Tochter. Dann haben die Kinder zusammen oben Flummis gemacht. Der Calvino, der hatte mal so ein Flummi-Set geschenkt bekommen. Da haben die Spaß gehabt.
Und ich habe schön mit meiner Freundin gequasselt. Das war auch mal schön, aber das war ja halt auch nicht anstrengend. Das war einfach sitzen. Smurfy aus. Ja, und jetzt mache ich nur noch das Essen warm. Ja, die Übungswehen sind auf jeden Fall besser geworden. Das ist schon mal sehr positiv. Das Schonen hat was gebracht heute. Ja, bin ich sehr zufrieden mit. Mein Blick vom Sofa aus. Ach guck, da sind auch die Boxen, wo später die Wäsche drin sortiert wird im HWR. Ich habe ja 2 große und 4 kleine. Und dann kann ich halt die Wäsche schön sortieren. Die kann man stapeln. Da freue ich mich schon drauf, wenn das alles fertig ist. Ja, Schubladen noch von der Küche und Türen von der Küche, von den Schränken. Ich sage euch, das wird noch lange, lange dauern, bis wir hier eingerichtet sind. Nächste Woche muss ich auch wieder arbeiten. Da habe ich auch nicht mehr so viel Zeit. Ja, egal. Läuft ja nicht weg. Smurfy hat sein Kuscheltier zerfetzt. Ja, ja. Wenigstens haben wir jetzt hier schon mal den Esstisch stehen. Können wir hier schön sitzen und essen. Normalerweise trinken wir immer aus Glasflaschen. Die sind jetzt allerdings eingepackt in irgendwelchen Kisten. Und deswegen haben wir zurzeit wieder Plastikflaschen. Also wir füllen die mal auf mit Leitungswasser. Guten Morgen. Mir ist aufgefallen, dass ich den Vlog noch gar nicht beendet habe gestern. Also es ist schon der nächste Tag. Und damit ich das Video jetzt schneiden kann und einen neuen Vlog beginnen kann, werde ich das jetzt hier beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.